Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. In der heutigen Sendung erhalten Sie wichtige Tipps für eine sichere und rentable Geldanlage. Zu Gast im Studio Diplomkaufmann Helmut Koppermann, Inhaber der Koppermann Consult 24 GmbH aus Wedel bei Hamburg. Er ist der Experte, wenn es um planmäßige Zusatzeinkünfte bei Kapitalerhalt geht. Hallo Herr Koppermann, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, hallo Frau Schneider, vielen Dank für die Einladung. Herr Koppermann, wir haben ja in der ersten Sendung schon gesehen, was die Grundlage für eine erfolgreiche Kapitalanlage sind. In dieser Sendung möchten Sie uns aufzeigen, welche Möglichkeiten sich bei der Wahl der Variante überdurchschnittliche Sicherheit bei überdurchschnittlicher Rendite ergeben. Ja, diese Anlageform richtet sich insbesondere an die Anleger 60 plus. Diese Anleger haben überwiegend das Ziel, dass sie ihr Vermögen nicht mehr steigern wollen, sondern sie wollen eben planmäßige Zusatzeinkünfte aus ihrem Vermögen haben, um einfach besser zu leben. Was ist bei einem Rentner anders als bei einem Arbeitnehmer? Ja, in der Rente ist es halt so, dass der Rentner auf der einen Seite mehr Geld ausgibt und auf der anderen Seite aber weniger Geld hat als in seinem Arbeitsleben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, empfehlen unter anderem die Banken unabhängige Papiere. Warum? Worin liegt da der Vorteil und warum erzielen Beteiligungen, die nicht börsenorientiert sind, denn überhaupt höhere Renditen? Ja, die nicht börsennotierten Beteiligungen erzielen höhere Renditen, weil sie eben das Insiderprinzip in der Anlage selbst haben. Das heißt, die Anlagen, über die wir hier sprechen, dort wird zuerst, wenn ein Unternehmen gekauft wird, wenn ein Grundstück gekauft wird, kann man sich erstmal orientieren und das ist eben alles an der Börse nicht möglich. Und das, was hier ja gesucht ist, ist, dass der Anleger seine Lücke schließen will, die er früher eigentlich mit seiner Lebensversicherung geschlossen haben wollte und nun erkannt hat, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Und deshalb ist er angeraten, nachher eben das Kapitalwahlrecht in Anspruch zu nehmen bei der Auszahlung der Versicherung, weil die Rente eben noch erheblich geringer ausfallen wird. Und das, was eben der Rentner sucht, ist planmäßige Zusatzeinkünfte und das kann ihm hier geboten werden. Und das, was er eben erreichen möchte, ist, dass er eben statt jetzt selbst zu arbeiten, muss eben jetzt sein Kapital arbeiten. Was ist die Grundlage der Erfolge in diesen Anlagebereichen? Ja, die Grundlage ist eben, dass die Anlagen attraktive Renditen erzielen und der Anleger muss halt darauf achten, dass er für sich erkennt, dass sein Leben vermeintlich länger dauert, als er denkt und dass es auch für die nächsten Jahre kaum höhere Zinsen gibt und daher sein Leben wiederum zu kurz ist, um auf höhere Zinsen zu warten. Und der Rentner hat eben gegenüber früher eine andere Einstellung, dass er eben jetzt in der Rente gut leben will. Und das bringt ihm seine Lebensversicherung nicht mehr. Und deshalb eben die Umschichtung in eine rentable Geldanlage. Gibt es noch ein Wort von Ihnen zu diesen unterschiedlichen Laufzeiten? Ja, die Laufzeiten sind eben nicht mehr so lang, wie sie früher waren in diesen Beteiligungsformen. Denn das ist etwas, was der Anleger trotzdem nicht wünscht. Der wünscht überschaubare Laufzeiten, weil er doch immer für sich denkt, ich könnte ja auch nicht mehr da sein. Deshalb eben muss er sich jetzt hier nur auf Zeiten zwischen 3 und 10 Jahren einstellen, nicht mehr auf 10 bis 25. Haben Sie einen Tipp, worauf man da besonders achten sollte? Ja, man sollte eben darauf achten, dass es eben eine Eigenkapitalbeteiligung ist, 100% Eigenkapitalbeteiligung. Nur dann steht man als Anleger in der ersten Reihe. Meine Aufgabe ist immer, eine maximale Sicherheit für den Anleger zu finden bei einer
möglichst attraktiven Rendite. Und diese sollte eben das erheblich übersteigen, was eben sonst zurzeit in der Bank geboten ist. Herr Koppermann, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die drei wichtigsten Tipps, wenn es zum Thema Geldanlegen geht, kurz zusammenfassen? Ja, zum einen ist es so, dass er normalerweise 0,5% Zinsen bekommt. Er sollte eher eine Rendite bekommen, die größer ist als die Inflation, circa mal 5%. Dann ist es so, dass es sich überlegen sollte, dass es auf Basis von Gewinnen passiert und nicht auf der Basis von Zinsen. Und da ist es wiederum so, dass eben bei Gewinnen sind 10% Gewinne sicherer als 1%, weil sie weiter von der Null entfernt sind. Dann ist es so, dass die Konzepte die morgige Zeit bedienen sollten. Denn was gestern erfolgreich war, muss morgen nicht immer noch so sein. Und für den Erfolg ist immer wichtig die Kompetenz, die Seriosität des Anbieters, dann die Transparenz. Eine Anlage sollte auch möglichst der Kunde verstehen und das Ganze sollte in einen Wachstumsmarkt fließen. Herr Koppermann, wenn sich unsere Zuschauer jetzt noch mal weiter zu diesem Thema informieren wollen, wo wenden Sie sich hin? Ja, Sie sollten sich immer an eine unabhängige Beratung wenden. Ich selbst bin deutschlandweit sowohl online als auch persönlich unterwegs, bin alle 4 bis 8 Wochen in jeder Region. Man kann, und der Kunde sollte gern auf mich zukommen, der Interessent, der Zuschauer, um einen Termin zu vereinbaren. Das kann telefonisch passieren. Er kann mir eine Mail schicken. Er kann mir online eine Terminvereinbarung machen, sodass wir dann eben ein längeres Telefonat führen, eine Online-Konferenz machen oder uns persönlich vor Ort treffen. Dann bedanke ich mich, Herr Koppermann, dass Sie heute Gast bei mir im Studio waren. Ich denke auch. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.